Ja, willkommen bei der Station Energiesparen. Bei uns geht es darum, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, dass die Energie, die sie verbrauchen in einer Wohnung, auch zu sehr viel Geld führt, was sie dann ausgeben müssen in weiterer Folge. Also bei uns ist es einerseits durch die Wahl der Heizung sichtbar, die müssen sie dann hier im Bad einstellen, und andererseits ist es auch sichtbar, bei jeder Steckdose, die werden bei uns durch blaue Blitze dargestellt, müssen sie zwischen verschiedenen Geräten auswählen, und auch das sehen sie dann, oder auch dabei sehen sie, wie ihre Wahl sich auswirkt auf die monatliche Energierechnung oder auf die jährliche Energierechnung und auch auf die Kilowattstunden, die pro Jahr dann aufgewandt werden. Und das geht so, indem wir nämlich mit so einem Dashboard mitgehen auf dem Tablet und jede Wahl ihrer Geräte eingeben beim Tablet, und das wird dann hinten auf die Leinwand geworfen, und die Kinder und Jugendlichen wissen, dass sie nach den vier Zimmern, nachdem sie alle Steckdosen quasi bedient haben, dann wissen sie, ob sie noch im grünen Bereich sind, weil wir alle Entscheidungen quasi mitgeklickt haben. Genau, und wenn sie dann am Schluss noch nach allen vier Zimmern im grünen Bereich sind, auch nach der Wahl der Heizung, da können sie zwischen Solarthermie, Fernwärme und einer Wärmepumpe entscheiden. Und wenn sie dann eben nur im grünen Bereich sind, dann kriegen sie 3 rote und 3 blaue Bälle. Dann haben sie quasi die Station erfolgreich absolviert und kriegen auch noch so einen kleinen Energieausweis in die Hand gedrückt, den man hier sieht. Da sind dann alle, es gibt nämlich auch Hinweise auf den Wänden der Wohnung, und diese Hinweise sind dann auch nochmal drinnen, und auf der Rückseite kriegen sie einen grünen, einen gelben oder einen roten Stempel, je nachdem wie erfolgreich sie Energie gespart haben. Dankeschön.